pünktlich zusätzlich hat er den hohen Flugstabilität. Da hat er einen Metallflügel gehabt. Oh. Wunderbare Dreipunktlandung. Ein Applaus und vielen Dank. So, wichtig hier werden wir im Intro. Jetzt am Start haben wir zwei Skiflug von Marco Stauch. Das sind zwei Skiflugzeuge. Skil ist das heute immer noch sehr gängiges Gegenmittel. Ziemlich gut, der Flüger an. Auch von Hürden ziehen wir, dass wir ein Konkurrenzproblem an den Hürden lösen. Rosé, zu lange da, wunderbar. Also, wir haben ziemlich gut trainiert worden. Aber wir haben ein bisschen Rundenprogramm, Fastlandung und noch ein bisschen Fastlandung in die Welt. Perfekte Landung auf dem Hauptfahrer. Herzlichen Applaus, danke vielmals. Vorne ist ein Swiss-Trainer, ich absprach zwischen Schlepp-Piloten. Der zweite Swiss ist gestartet. Sie haben noch gesehen, er hat vorwärts eingezogen. Auch das ist wie beim Original ein eiszentrales Rad. Wunderbar!
Vorwurf, dass er die Flugvorführung noch unterstützen und unterbauen. Er schnell hoch zu den Flügelenden in den Flug. Ganz wichtig mit dem Original. Mit etwa 30, 40 Grad Stehglasen rum. Kann man so lassen fliegen. Er braucht schon eine richtig wechselnde Leistung, damit das auch in der... Ich übergebe das Mikrofon am anderen Kursaal. Ich komme dann in 10 Minuten hier wieder. We're at Squadron 1. They're cleared in the box. Er hat das wunderbar nachgeholt, wenn wir da ins Cockpit hineinschauen, da sitzt jedes Instrument am rechten Ort, der Pilot hat geholfen aus den Beinen. Schauen Sie an, Edgar setzt die Landung an, Butterlein. Landescheinwerfer, wie gesagt, sehr originalgetreu nachgeholt natürlich. Und nachher, schauen Sie an. Circa 2000 Meter über der Uni. Ich erzähle euch noch schnell etwas, sonst beginne ich über das Falsche springen. Es ist ja so, dass man normalerweise auf etwa 4000 Meter über den Boden abspringt. Da können wir leider wegen Skygeiz gehen. Heute nur etwa 2000 Meter über den Grund rüber. Aber nichtsdestotrotz haben wir ca. 15-20 Sekunden Schwerfallphase. Bis wir so ca. auf 800 bis 1000 Meter über den Grund. Aufsetzen und auch parkieren. Kilometer Maximalgeschwindigkeit und entsprechend langsam auch Mindestgeschwindigkeit, muss man ein bisschen mehr angeben. Also wir hatten hier eine sehr hohe rotierende Masse vor mir gehabt. Wunderbar! Oma! Das könnte fast original sein. Ich denke auch bei denen. Days I do remember.
Blume, Vielflügel. Er konnte nachbauen, das ist einigermaßen so wie genau aussehen hat. Heute ist das Kreppelmehrweg. Er hat sich im Richtigen. Nochmal ein Vorbeiflug. Und ich denke, auch da wird das der Flug mit einer perfekten Landung abgeschlossen werden. Schaut Sie mal an, wie schön. Nachtrufe, Geschwindigkeit reduzieren, Arco, wunderbar. Dieser Applaus, Max Petrov, für die wunderschönen. Ja, aber man muss rechts auf die ganze Zeit. Wunderbare Landung, mit noch hier Rauch. Ein Hauptfahrwerk und ein Applaus für die wunderbare Vorführung. So, ich bin hier zu suchen eine Drohne an der Flightline. Und wer wird jetzt ein Fötchen im Bild machen? Darum bitte ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu lächeln, damit wir hier wirklich Freude strahlen. Die hinten fliegen jetzt hier Richtung West weg. Extra NG104 und das Modell wird geflogen von Garmin Zaug.
extrem präzises Quarzuhrwerk, großes Gehäuse, Edelstahl, massiv und robust. Zum anderen eine Uhr mit Automatikwerk, Schweizer Automatikwerk, wenn etwa etwas sagt. Aus ist umso schwieriger, so schöne gerade Figuren wie jetzt. Schauen Sie mal an, Vierpunktrolle. Perfekte Maggi im Anflug. Landeskiwerfer gesetzt. Ein langsamer Vorbeiflug, ja. In dem, dass er mit einer Pumpe Öl in Abgasstrahl... Sehr gut, er muss jetzt den Flieger gut einschätzen. Das ist nicht ganz einfach, man fliegt nicht jeder auf so einer grossen Piste. Aber er hat es. Die Schwierigkeit ist, dass der Segelflüger jetzt hinten dran... Stellt es sich vor, ist jetzt der tiefer oder höher? Das ist noch relativ schwierig, ist er näher. Ein riesen Möbel. Und schaut jetzt seine spezielle Landung an. Absolut die perfekte Landung. Oh. Flugzeugbeschaffung irgendwo im Jahr 1995, Thema gesehen, der F-18 beschaffen will oder der F-16. Damals